Hey Freunde, wenn auch ihr einen Anhänger gekauft habt oder ausgeliehen und nicht genau wisst, wie ihr jetzt die Anhängerkupplung mit dem Fahrzeug hier verbindet, dann bleibt dran, ich zeige es euch. So, hier haben wir die Anhängerkupplung vom Fahrzeug und hier die Anhängerkupplung vom, also beziehungsweise die Gegenkupplung vom Anhänger. Ja, hier seht ihr schon ein Plus und ein Minus. Bei anderen Anhängerkupplungen, bei neueren, ist hier oben so ein Zapfen mit einem roten und einem grünen Feld. Da steht der Zapfen dann raus. Dann seht ihr die Farbe rot oder grün. Im optimalen Fall steht nur noch der grüne Zapfen raus, also die grüne Farbe. Wenn die grüne Farbe zu sehen ist, dann habt ihr das Fahrzeug ordnungsgemäß angehängt. Wenn der rote, die rote Farbe zu sehen ist, dann ist er noch nicht richtig eingehängt und ihr müsst vielleicht mal auf die Deichsel stehen. Ihr könnt, wenn ihr auf die Deichsel hier stehen und einmal ein wenig wippen, dann werdet ihr schon sehen, der Zapfen wird grün herauskommen und fertig. Bei mir jetzt gibt es nur diese kleine Anzeigeschraube hier. Die setzt jetzt auf X, weil die Kupplung geöffnet ist hier. Ja, ihr seht es schon. Meine ist jetzt ein wenig älter. Die will nicht mehr so richtig hier, die Sau. Auf jeden Fall, ich zeige es euch gleich. Wird es dann zum Plus oder Minus rutschen hier. Ja, ich mache das jetzt einfach mal für euch. Mein Anhänger ist jetzt hier ziemlich leicht. Kann ihn einfach herziehen. Optimal ist natürlich, ihr fahrt mit dem Fahrzeug bis hier zur Anhängerkupplung. Dafür wäre im besten Fall ein Einweiser notwendig. Ein Freund, eine Freundin oder irgendjemand, der mit euch mitfährt und euch einweist, wie weit ihr noch zurückfahren könnt, damit dieses Teil nicht in dieser Stoßstange landet. Alles schon vorgekommen, Freunde. Ich mache das anders. Ich bin alleine. Mein Anhänger steht nicht abschüssig da, also ich muss keine Angst haben, dass er mich überrollt. Der ist schön gerade und somit kann ich den Anhänger zu meinem Fahrzeug ziehen. Das ist auch eine gute Variante. Ich zeige euch das jetzt mal. Hier. So. Ihr müsst nur sehen, dass das Niveau vom Anhänger zur Kupplung ungefähr ein wenig höher ist, damit ihr da drüber rutscht und nicht mitten rein. Kann ich meinen Anhänger hierher ziehen? Ja. Ja. Kann ich meinen Anhänger hierher ziehen? Vorausgesetzt, die Handbremse ist natürlich gelöst, Freunde. So wäre sie angezogen, so ist sie gelöst. So, jetzt bin ich über meiner Anhängerkupplung und kann diese mit dem Stützrad den Anhänger jetzt ablassen. Okay, mein Stützrad ist im Arsch. Das ist ein anderes Problem. Jetzt funktioniert es. Jetzt könnt ihr den Anhänger ablassen, bis er auf die Kupplung rutscht hier. So, zack. Warte, ich filme euch das von der Nähe. Ich habe jetzt den Anhänger hier rüber geschoben, dass er genau auf der Kugel sitzt. Und jetzt mit diesem Rad hier drehen wir einfach hinunter, bis er ganz aufliegt. Das Rad drehen wir natürlich ganz nach oben, denn wir wollen doch nicht, dass das Stützrad an der Straße schleift, während wir fahren. Yes, das mache ich ja. Oh, Moment. Ein wenig Öl wäre mal nicht schlecht hier. Da mein Hänger draußen steht, ist ja schon ich habe zwar eine Schutzkappe oben, aber also so ein Schutzanzug. So wie hier, so wie bei diesem Anhänger. Aber trotzdem, die Feuchtigkeit, die macht es nicht gut. So, jetzt seht ihr, ich habe den Anhänger auf der Kupplung. Seht ihr? Aber was sehen wir hier? X. Er ist noch nicht eingehängt. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder wir rütteln hier an dieser Halterung, an der Verschluss herum. So, das mache ich jetzt mal. Oder er steht drauf. Aber wir probieren zuerst das. Hier muss ich jetzt nach oben ziehen und nach hinten drücken. So, habt ihr gesehen? Die Schraube ist jetzt
beziehungsweise die Anzeige ist jetzt nach zum Plus gerutscht. Perfekt! Diese Anzeige signalisiert euch auch gleich, wann die Verschleißgrenze erreicht ist von eurer Kupplung. Wenn es im Minusbereich bzw. auf diesem Strich hier ist, sollte man schon mal dieses Teil hier erneuern lassen. Denn sonst kann das passieren, dass ihr den Anhänger während der Fahrt verliert, und das wollen wir doch nicht, Leute. Bei mir ist es jetzt noch im grünen Bereich, plus so angehängt ist er. Ich stehe jetzt trotzdem noch mal drauf, zur Sicherheit, das mache ich immer, so ein bisschen rütteln und schauen, ob alles passt. Jetzt dürft ihr nicht vergessen, die Sicherungsleine einzuhängen, denn wenn jetzt im schlimmsten Worst-Case-Fall die Anhängerkupplung sich von dem Fahrzeug löst, dann schützt euch diese Sicherheitsleine. Diese Sicherheitsleine, da müsst ihr jetzt aufpassen. Früher hat man das einfach so gemacht, dass diese Leine hier an der Anhängerkupplung rundum und dann hier einfach wieder zusammengehängt. Da könnte aber passieren, dass euch diese Leine beim Abhängen einfach hier rausspringt und dann ist der Anhänger weg. Ja, jetzt gibt es hier unten an den Anhängerkupplungen so ein schönes, so eine schöne Öse. Da könnt ihr jetzt einfach den Haken der Sicherungsleine einhängen, wenn ihr es schafft. Ich habe es geschafft, er ist eingehängt, das ist ordnungsgemäß. Ihr müsst nur aufpassen, dass die Leine hier nicht am Boden schleift, wie bei mir. Das mache ich jetzt noch anders. Moment. So, jetzt ist es gesichert im Notfall. Also wenn der Anhänger sich vom Fahrzeug löst, wird diese Leine hier ausgezogen und somit wird die Handbremse angezogen. Denn diese Sicherungsleine ist hier, ihr seht es, mit diesem Ding, diesem Verschluss hier. Oh je, was ist jetzt los? Mit diesem Verschluss hier an der Handbremse befestigt. Wenn ich diese raufgebe, seht ihr es, wie sie, ja genau. Also wenn sich das Fahrzeug löst, passiert genau das. Die Leine zieht die Handbremse an. So, so viel zu diesem Thema. Jetzt brauchen wir noch Strom für die Lichter, Freunde. Hier haben wir einen Stecker. Bei mir sieht der hier so aus. Hier, diesen Männchen und Weibchen. Diese müssen wir jetzt natürlich noch beim Fahrzeug einhängen. Auch hier bitte darauf achten, dass das Kabel wieder nicht am Boden streift. Das wäre nicht gerade optimal, denn dann könnte das Kabel beschädigt werden und ich habe keine Bremslichter mehr. Dann ist hier unten der Stecker am Fahrzeug. So, hier seht ihr schon. Da gibt es jetzt nicht viel zu beachten, außer dass hier so ein Schlitz, so eine Fräsung ist. Und hier in der Dose ist auch eine Kunststoffkerbe. Aha, wenn ihr diese gefunden habt, mit ein wenig mehr Licht würde man es sehen, könnt ihr diese Kerbe natürlich genau auf dem Kunststoffzapfen hier aufsetzen und einfach raufdrücken. So, damit das passt. Okay. Der Anhänger ist somit fertig angehängt und betriebsbereit. Ihr müsst noch darauf achten, dass alles sicher sitzt, das Stützrad oben ist. Und dann könnt ihr noch kontrollieren, ob die Lichter gehen. Das mache ich jetzt gleich. Dazu brauchen wir Zündung. Ein. Und das Licht ebenso. Wir sehen schon, das Licht ist hier. Beleuchtung funktioniert. Bremslicht schaue ich nachher noch. Das werden wir auch gleich sehen, der Blinker. Und ja. Dann könnt ihr schon loslegen, Freunde. Beim Abhängen genau umgekehrt. Zuerst mal das Stromkabel lösen und die Sicherungsleine hier vom Haken
entfernen, hier ordnungsgemäß verräumen, dann Handbremse anziehen, Leute, dann das Stützrad nach unten geben, bis schon mal ein wenig Spannung oben ist, dann müsst ihr nur noch den Hebel öffnen und dann kommt die Anhängerkupplung auch schon ein wenig hoch, dann könnt ihr noch den Anhänger mit dem Stützrad ordentlich hochdrehen, damit sich die Verbindung löst. Und dann könnt ihr mit dem Fahrzeug wegfahren und den Anhänger fertig positionieren. Und wieder parksicher verstauen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier ein wenig helfen, wie man jetzt diesen Anhänger anhängt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir unten in die Kommentarbox. Dann mache ich nochmal ein Video dazu, falls es nicht ausführlich genug war. Und ja, lasst mir ein Abo da und ein Like und wir sehen uns in einem anderen Video wieder, Freunde. Bis dann, macht's gut, ciao!